Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig und heute geht es wieder mal in die Rubrik Nachgefragt. Ihr wisst ja, wir haben die E-Mail-Adresse nachgefragt@barfußlaufen.tv eingerichtet. Wenn ihr also Fragen habt, die wir hier beantworten sollen, die wir besprechen können, dann schreibt uns bitte ein E-Mail an nachgefragt@barfußlaufen.tv. Ihr könnt natürlich auch eins der Kontaktformulare nehmen von unseren Online-Shops. Ja, und heute geht es um ein Thema, das immer wieder angefragt wird, und zwar um das Thema Kategorien. Wir haben ganz bewusst Kategorien weggelassen. Wir hatten mal bei Soulrunner Kategorien, die haben wir dann weggelassen, weil das auch zu Irritation führte. Mit Kategorien meine ich Anfragen wie: Kann ich mit den Schuhen zum Joggen gehen? Ich brauche ein paar Schuhe, mit denen ich durch den Wald gehen kann. Ich habe vor, Bergtouren zu machen. Welche Schuhe könnt ihr mir empfehlen für Bergtouren? Und Trailrunning fällt mir ein, ist auch so eine Kategorie, die häufig nachgefragt wird. Also alles, was mit Sport zu tun hat, Hallensportarten natürlich auch. Vielleicht zu Hallensportarten als erstes mal: Alle Soulrunner-Schuhe haben eine Non-Marking-Sohle. Das heißt, sie machen keine schwarzen Streifen auf dem Hallenboden. Ich weiß, dass es immer wieder Hallenwarte gibt, die sagen, mit schwarzen Schuhen kommt ihr nicht in die Halle rein. Aber die Soulrunner-Schuhe sind Non-Marking-Schuhe. Für die anderen Barfußschuh-Firmen möchte ich meine Hand nicht unbedingt ins Feuer legen, aber ich würde mal sagen, die meisten anderen sind auch Non-Marking-Schuhe, auch wenn sie schwarz sind oder wenn sie schwarze Elemente in der Sohle haben. Diese schwarzen Streifen, die entstehen durch Wärme. So, und jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick. Am besten hat man einen weißen Tisch oder eine Fensterbank oder ähnliches, irgendwas, was weich ist und weiß ist oder was vielleicht hellgrau ist, also nicht unbedingt schwarz oder dunkel. Und dann nehmt ihr den Schuh und haut einfach mal mit der Sohle auf die Kante. Und dadurch wird Wärme erzeugt. Und wenn ihr dann einen schwarzen Strich seht, dann könnt ihr sicher sein, dass der Schuh abfärbt. Seht ihr keinen schwarzen Strich, ist es eine Non-Marking-Sohle. Ob der Hallenwart damit auch einverstanden ist, das kann ich nicht sagen, aber so ist es in der Tat. Ja, warum haben wir ganz bewusst keine Kategorien bei uns in den Online-Shops? Es ist ganz einfach. Barfußschuhe sollen schützen, Barfußschuhe sollen nicht stützen. Und im Grunde kann ich all das mit Barfußschuhen machen, was ich auch barfuß machen möchte. Kann ich barfuß durch die Stadt gehen? Ja, kann ich. Kann ich barfuß durch den Wald laufen? Kann ich auch machen. Kann ich barfuß in die Berge gehen? Es gibt einige, die tun das. Wenn ich Angst habe, mich zu verletzen, dann sind Barfußschuhe genau die richtigen, um mich vor Schnittverletzungen oder dreckigen Untergründen, Zigarettenkippen, alles, was so auf der Straße rumliegt, zu schützen. Übrigens auch ja gegebenenfalls Insektenstiche, wenn man über eine Sommerwiese geht. Also auch das kann sehr unangenehm sein, vor allen Dingen, wenn vielleicht jemand eine Wespenallergie hat oder ähnliches. So, der Rest ist im Grunde gesunder Menschenverstand. Würde ich mit einem Mokassin in die Berge gehen? Nein, würde ich nicht machen. Den würde ich auch nicht zum Joggen benutzen. Würde ich mit einem Stiefel wie dem Nepal von Vivo Barefoot oder den Transition Vario, den Transition Modellen von Soulrunner zum Joggen gehen? Nein, würde ich auch nicht machen. Aber theoretisch könnte ich es, und mit den Schuhen, die eher so ein bisschen sportlich aussehen, natürlich, ob ich die jetzt casual anziehe zu Jeans oder ob ich die jetzt zum Sport anziehe. Ich selber, wenn ich zum Sport gehe, ziehe ich natürlich die Soulrunner-Schuhe an. Ich kann damit ins Fitnessstudio gehen. Wo ich vielleicht drauf achten sollte, sind im Grunde zwei Punkte. Der eine Punkt ist, wie stabil muss die Sohle sein? Also, wenn ich jetzt zum Trailrunning gehe und das vielleicht sogar noch in den Bergen mache, wo es bergauf und bergab geht,
Dann brauche ich eine Sohle, die etwas härter ist, die mehr Grip hat. Da gibt es Firmen, die nutzen sogar in ihrem Artikelnamen solche Wörter wie Trail oder Running oder Mud oder Ground oder irgendetwas, die im Grunde schon einen Hinweis darauf geben, ja, mit diesen Schuhen kannst du heftig durch den Matsch rennen. Wenn ich nicht diesen Grip brauche, dann brauche ich vielleicht einen guten Bodenkontakt. Da ist dann unter Umständen ein Trailrunning-Schuh, gibt ja von Vivo Barefoot zum Beispiel auch Trailrunning-Schuhe, die wir im Programm haben und die eine Sohle haben, die etwas dicker ist als normal, alleine weil sie schon vielleicht so einen Zentimeter, knappen Zentimeter Profil hat. Ich verliere natürlich den Kontakt zum Boden, habe aber auf der anderen Seite natürlich etwas mehr Grip, wenn es in Matsch geht oder auf matschigen Boden geht. Von Merrell haben wir die Trail Glove Modelle. Das ist eine etwas härtere Sohle, die es aushalten, wenn man über hartes Gestein läuft, vor allen Dingen, wenn man bergab läuft und so weiter. Suche ich einen Schuh, der mir etwas mehr Stabilität gibt auf Geröll, vor allen Dingen wenn es bergab geht oder eben auch auf Steinen, wenn ich bergab laufe, dann ist sicherlich ein Schuh, der eine etwas härtere Sohle hat, gar nicht so verkehrt. Merrell bietet da zum Beispiel die Trail Glove Modelle an. Auch da ist ja schon die Kategorie im Grunde im Artikelnamen mit dabei. Trail Glove, das sagt ja schon einiges. Und wenn ich Schuhe suche, die einen super Kontakt haben und die eine weiche Sohle haben und die eine sehr gute Rutschfestigkeit haben, dann sind die Soul-Runner-Schuhe sicherlich die, die dort Vorteile haben, weil sie eben auch noch aus einem Stück weit echtem Gummi bestehen. Nicht wie die, ich habe hier zum Beispiel mal den Trail Glove von Merrell. Das ist zum Beispiel eine Sohle, da ist kein Gummi mehr mit drin. Ja, das ist eine rein synthetische Sohle, die hat wie gesagt die Vorteile, weil sie wesentlich härter ist. Mag ich eben für den Trail Run benötigen. Und da sind die Soulrunner-Schuhe unter Umständen etwas zu weich für. Die Sohle etwas zu weich für. Also für jede Kategorie oder für jede Sportart, oder für jede Unternehmung kann ich mir natürlich einen entsprechenden Schuh suchen. Die Sorana-Schuhe, wir haben jetzt Winter, sind natürlich sehr rutschfest aufgrund des Gummis. Früher hat man unter Lederschuhe, die zum Eisstockschießen benutzt worden sind, hat man eine Gummisohle gemacht, weil Gummi eben wirklich sticky ist. Das saugt sich wirklich ganz gut an dem Untergrund fest. Es sind keine reinen Gummisohlen, es gibt sowieso keine reinen Gummisohlen, auch wenn da Latexsohle draufsteht. Ich glaube, das ist ein einstelliger Prozentbereich, der an echtem Gummi noch drin sein muss. Also auch unsere Soulrunner-Schuhe bestehen aus einer Gummimischung und natürlich aus dem Synthetik. Das ist ähnlich zu sehen wie bei einem Autoreifen. Ja, es gibt weiche Autoreifen, es gibt härtere Autoreifen, es gibt Autoreifen mit weniger Profil, es gibt Autoreifen mit mehr Profil. Und so sind auch die Soulrunner-Schuhe aufgebaut. Also für jeden Bereich finde ich etwas. Brauche ich eine harte Sohle, ist vielleicht Merrell der richtige oder die Trailschuhe von Vivo Barefoot. Suche ich eine weiche Gummisohle, suche ich den Kontakt zum Boden, dann gibt es von Merrell zum Beispiel einen Schuh, der heißt Vapor Glove. Das ist meiner Meinung nach der beste Barfußschuh, den Merrell zu bieten hat. Dann natürlich unsere Soulrunner-Schuhe mit der nur 2,5 oder 6 mm starken Sohle. Und Vivo Barefoot hat zum Beispiel eine Reihe, die Casual-Reihe, die man also auch ganz gut zu Jeans anziehen kann. Mit dem würde ich jetzt auch wiederum keinen Sport treiben, denn da ist das Profil nicht grob genug. Lizard hat beispielsweise Schuhe, die ein stärkeres Profil haben, die man also auch nutzen kann, wenn man auf Wald und Wiesen unterwegs ist. Und danach sollte ich im Grunde gucken. Wir haben zwar eine
kleine Kategorisierung im Hintergrund laufen. Also wir auf barfußlaufen.com haben wir sehr, sehr intelligente Filter. Also wir sagen dann, das ist ein Schuh, mit dem kann man sicherlich zum Running benutzen. Das ist ein Schuh, mit dem kann ich eher Fitness- und Hallensport machen. Das ist ein Schuh, den kann ich zum Business tragen. Also wer da seine Filter setzt, der kriegt dann auch das entsprechende Angebot, was wir auf barfußlaufen.com führen. Ja, also die Sohle, das ist der eine Punkt, auf den man achten sollte. Natürlich neben der Optik, wie gesagt, mit dem Stiefel würde ich jetzt nicht unbedingt in die Halle gehen oder zum Joggen. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist die Weite des Schuhs. Wir haben ja den FX Trainer. Das ist das erste Modell, was wir gemacht haben, zusammen mit dem T1 Allrounder. Und es ist immer schwierig, Namen zu finden für die Schuhe. Und wir hatten dort in der Anfangsphase eben gesagt, dass die beiden Modelle T1 Allrounder, ein Techniker aus Slowenien, wo wir angefangen haben zu produzieren, der hieß Tomasz. Und deswegen heißt dieses Modell zu Ehren dieses Entwicklers T1. Und der andere Schuh ist der FX Trainer. Da ist das Wort Trainer mit drin. Und das impliziert natürlich bei vielen, oh, diese Schuhe kann ich zum Training anziehen. Aber dieser Schuh ist in extra weit. Also wer jetzt einen schlanken Fuß hat, für den mag, gerade beim Training, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Halt benötige, mag dieser Schuh etwas zu weit sein. Also die Form, die Weite des Schuhs ist der zweite Punkt, auf den ich achten sollte. Habe ich einen schlanken Fuß, dann nehme ich lieber ein weit geschnittenes Modell. Habe ich einen kräftigen Fuß, dann nehme ich lieber einen extra weit geschnittenes Modell. Und das sind so die beiden wesentlichen Punkte, auf die ich achten sollte, wenn ich mit den Schuhen Sport machen möchte, mit Barfußschuhen Sport machen möchte. Und zum Schluss noch ein Appell an unsere ambitionierten Sportler. Wir haben die meisten Probleme mit ambitionierten Sportlern. Ambitionierte Sportler, ambitionierte Läufer wollen häufig zu schnell zu viel. Und wenn ich einen Läufer oder wenn ich einen Kunden habe, auch bei uns im Laden, der sagt, er möchte sich einen Soulrunner-Schuh nehmen, um damit zum Joggen zu gehen, kann man damit auch joggen? Ja, joggen kann man und so weiter und so weiter. Aber nun geh erstmal mit diesen Schuhen 3 Wochen zum Bäcker. Gewöhne dich an den natürlichen Gang. Fang dann langsam an, mit dem Schuh mal zu laufen. Lauf mal 10 Minuten mit dem Schuh. Die Schuhe sind ja recht leicht, die kannst du vielleicht mitnehmen. Ich habe auch schon draußen Läufer gesehen, die sind mit ihren Jogging-Schuhen gelaufen, hatten dann die Soulrunner-Schuhe in der Hand, um dann mal zu wechseln. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln, die müssen sich erst an den natürlichen Vorfußgang gewöhnen. Wenn ich das nicht mache und mit meinem normalen Fersengang mit Barfußschuhen laufe, dann tue ich mir richtig weh. Nicht nur Muskelkater, es kann eben auch zu kleinen Haarrissen an den Knochen kommen. Und wenn die sich dann entzünden, dann ist das nicht so furchtbar lustig. Also deswegen ganz, ganz, ganz langsam trainieren. Und ihr Läufer dort draußen, bitte gebt euch Monate Zeit, gebt euch vielleicht 8 Monate oder ein Jahr Zeit, um euch sukzessive umzustellen. Ich habe schon mal Testschuhe an einen Marathonläufer gegeben. Das ist jetzt schon viele Jahre her und der hat die dann nach 2, 3 Tagen wieder abgegeben und hat gesagt, also ich komme mit den Schuhen überhaupt nicht zurecht. Sag ich, was ist denn passiert? Was haben Sie denn gemacht? Ja, 10 Kilometer laufen ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich habe mir die Schuhe angezogen, bin 10 Kilometer gelaufen und das ist ja so schlimm. Nein, ich schmeiß die Schuhe weg oder ich gebe sie Ihnen zurück und ich laufe wieder mit meinen dick gepolsterten Schuhen. Ja, das kann passieren. Also wirklich langsam, mal 5 Minuten trainieren, mal 10 Minuten trainieren, vielleicht mal in der Warm-up-Phase oder in der Cooldown-Phase, aber bitte nicht gleich übertreiben. Ja, das war mein Appell an die ambitionierten Läufer, an die ambitionierten Sportler. Ansonsten hoffe ich, diese Frage, die uns erreicht hat, beantwortet zu haben. Solltet ihr Fragen haben, bitte ein E-Mail an nachgefragt@barfußlaufen.tv
oder durch eine unserer Webseiten, Online-Shops schreiben über die Formulare. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche viel Spaß beim natürlichen Gehen. Auf Schritt und Tritt alles Gute und bis zum nächsten Mal.